Dann herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Im letzten Part habe ich ein Cryptodumisil, ein Nidhitt und ich gucke nochmal in der Kreinfo, was ich noch gefangen habe. Mein Gedächtnis ist da manchmal nicht so gut. Kann man auch hier sehen. Ah ja, und ein Baldorfisch habe ich noch gefangen. Ja, ich bin jetzt weiter noch in die Queens Unterschlupf. Und ich werde mich hier mal weiter umsehen. Vielleicht finde ich ja in diesem Part ja noch ein paar weitere Krypto-Pokémon. Gut. Oh, eine Heilmaschine. Das ist wunderbar. Und ein PC, wo ich jederzeit sichern kann. Das ist gut. Vor dem Kampf mit die Queen, aber ich werde die Höhle noch weiter erforschen. Gut. Dann bin ich für den Fall der Fälle hier gesichert, wenn mein Fang misslingen sollte und ich dann neu starten muss. Aber hier scheint die Brücke gesperrt zu sein und da sind sogar noch zwei Items. Cool. Aber ich werde erstmal noch einen anderen Gang erforschen. In dem ich letztes Mal schon ein paar Mal vorbeigegangen bin. Genau. Gut. Vielleicht war hier noch einer. Ich weiß es jetzt nicht. Nee. Ah, die andere Treppe hoch. Die Musik ist auch mal wieder phänomenal. Genau, die muss ich jetzt erstmal besiegen. Gibt's hier rechts nicht. Hier ist Endstation. Ich darf euch nicht durchlassen. Na, das werden wir sehen. Rasa Bibal. Oder wie die auch heißt. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Oh, Kleinstein und Turzel. Ja, ich hatte wieder auf Nachtara gewechselt, damit es auch Erfahrung bekommt. Offscreen werde ich die irgendwann später noch mal etwas weiter trainieren, das verspreche ich. Gut, Geheimbauer auf Kleinstein und Lotoze greife ich mit dem Spukball an. Okay. Ein Power ist nicht so effektiv und Weißnebel wird jetzt die Statusänderung für einige Runden verhindern. Ungefähr wie ein Megablock. Na toll, jetzt verhindert es, dass ich auswechseln kann. Mit Rück und Zug. Also, das ist schon eine Attacke der dritten Generation gewesen. Oh, sorry. Das wusste ich nicht, wenn ich tatsächlich gegen was gegen gekommen. Nein, halt. Du? Nachtara wird nur Turze angreifen und Traunfugel Kleinstein. Okay, ist wieder spitziger als ich dachte. Oh, Schnäppke. Nach Tara kann ich aufgrund von Rückenzug nicht zurückziehen, aber kann dafür Schnäppke bearbeiten. Mit Nach Tara und Strongfugil, genau, das wechsle ich erstmal aus. Ja, ein Job für Lorblatt. Oder nee, Makuhita ist da besser, dann habe ich sogar noch einen Vorteil gegen Schnäppke. Wollte auch hier verhindern. Okay, jetzt wird Makuhita auch festgehalten. Ursprünglich wollte Kleinstein wohl Traunfugel festhalten. Ein großer Fehler. Gut, weiterhin Geheimpower auf Schnäppke und genau, Kreuzhieb auf Kleinstein. Oh,
Oh Mann, das wird auch immer lahm, wenn die Computer nicht daran denken, dass ich schon noch beim Rückenzug liegt, aber jetzt ist es entnommen. Meiner Meinung nach. Wenn Hartgold und Soße war, vielleicht so diese Attacke noch braucht, meines Wissens nach. Gut, Nachtara wird jetzt Konfuschrei auf Schnäppke einsetzen und Makuhita freut sich auf Bummels. Nicht, dass es noch Gena oder so einsetzt. Okay, eine Undichtattacke auf einen undichten Typ. Das ist jetzt wirklich unüberlegt. Wow, sogar ein Volltreffer. Da war Bummels nur kurzzeitig auf dem Feld. Gut, der Weißnebel lässt jetzt auch nach. Oh, verhöhnen wir mal das Schnäppke. Und Makuhita macht mit einem Überwurf den Rest. Oh, beinahe hat sich sogar selbst K.O. geschlagen. Ich hab's geschafft! 640 Poké-Dollar. Aber die Queen wird nicht gegen euch verlieren. Na, werden wir sehen. Okay, das sieht mir jetzt nach einem Labyrinth oder so aus. Ähnlich wie in einem Fetztunnel in Rot-Blau-Gelb. Okay, wahrscheinlich muss ich den gleich ansprechen. Was ist hier? Cool, drei Hyperbälle. Na, das wird mir helfen im Kampf wahrscheinlich. Okay. Euer Pech. Hier ist Sackgasse und die Queen ist auch nicht hier. Rockers Strobo. Lotoze und Lotoze. Okay. Das wurden Lotoze-Fanatiker. Wobei, als Kapaloris kann es mit der Hilfe. Der Fähigkeit regnen muss auch echt in dem Raindancer-Team für Vorteile sorgen mit ständiger Regeneration und Überreste, wird das echt fies. Gut, dann wird jetzt erstmal das Lotoze verwirrt. Und das andere bekommt die Geheimpower ab. Beinahe ein Volltreffer, wow, oder mit einem Schlag K.O. So, die konnten nicht angreifen, das eine schlagt durch die Geheimpower zurück und... ja... das andere hat sich selbst verletzt. Gut, das Level 33er mache ich fertig mit Nachtara und dann noch ein Stufe von Traum probieren. Tja, damit ist dieses Lotoze Geschichte. Nochmal Erfahrungspunkte von Nachtara. Oh, noch ein Lotoze. Irgendwie lame. Und das war wieder mal ein unnötiger Volltreffer. Gut, Erfahrungspunkte. Und noch ein Lotoze, ey. Gut, wieder dieselbe Chose. Wie bei den ersten beiden, genau. Verwirrung und Geheimpower. Dann läuft genau wie in den ersten, in der ersten Runde aufs selbe hinaus. Dann nochmal Geheimpower, um das andere zu besiegen, und dann gibt's einen Spukball. Schon irgendein Frosch im Hals. Ah, Level 32 für Nachtara. Super.
Crobos besiegt. Vollkommen unmöglich! 528 Poké-Dollar. Gut. Du bist echt stark, aber die Queen wirst du nicht so leicht besiegen. Okay, dann ist der Gang hier auch abgeschlossen. Dann muss ich nochmal zurück, wo ich das Mini-Tee gefangen habe. Na, da ist ja auch eine Heilmaschine und da wird es dann wahrscheinlich auch weitergehen. Aber wenigstens bin ich jetzt einmal durch die Höhle. Halt jetzt noch die anderen Items finden, bevor wir uns dann die Queen stellen zum Kampf. Ja, ich will die KP hier auffüllen. Und? Dann lasse ich nach Tara und Xiana jetzt diesmal an erster Stelle kämpfen. Man kann ja nie wissen. Ich gucke nochmal den Erfahrungsbalken an. Gut. Und da die Herzen meiner der anderen Krypto-Pokémon soweit recht offen sind, dann kann es nur noch selten passieren, dass sie diesen Furio-Modus aktivieren. Ne, hier ist keine Höhle oder Höhlenausgang. Naja, ich bin ja auch ein Stockwerk drüber. Toll, okay. Grant ist am Ende. Die Ära von D-Queen hat begonnen. Na, ganz schön großmütig hier für diesen Skater Alec. Lotoze und Lambrero. Aber wenigstens mal eine Steigerung. Und nach Tara wird mit Geheimpower Lotoze angreifen und Xiana kümmert sich mit einer Konfusion um Lambrero. Da bin ich ein bisschen an der Level, aber das ist auch wenigstens ein klein wenig herausfordernd. Oh, eine Kratzfurie. Eigentlich Mauzi-Spezialität. Wenn ich mal so sagen darf, im Anime zumindest. Okay, der Erstauner war schwach, also ist dieses Lotoze sogar schwach im Angriff. Eine Geheimpower wird den Rest geben und dann halt noch eine Konfusion auf Lambrero. Okay, was willst du damit bezwecken? Nur den Angriffsdenken, ja. Nachtara und Xiana sind mehr Spezialangreifer, denke ich mir, aber bei Nachtara weiß ich es nicht. G3 noch etwas anders als in G4 dann. Das war ein Kinderspiel. Meine Pokémon! Du! Gut, 198 Poké-Dollar sind schon mal sicher. Ich fürchte, die Queen kann abtreten. Und das nützt recht. Okay. Ich habe den Befehl, hier mit euch zu kämpfen und diesen Befehl werde ich ausführen. Okay. Legat, du bist echt nett. Im freundlichen Sinne. Tanzer und Choupé. Okay, kein Krypto-Pokémon. Schade eigentlich, aber egal. Choupé greife ich mit
Biss an, genau, und kannst aber der Konfusion abbekommen. Auch wenn es, glaube ich, nicht so effektiv ist. Können wir sehen. Doch, ordentlicher Schaden. Erfahrungspunkte für beide. Als nächstes setzt der Smogon ein. Auch eine Leichtigkeit für Psyana. Und Choupé ist auch mit einem Schlag weg. Gut. Das nochmal satte Erfahrungspunkte bringt. Gut. Ich will einfach mal Geheimpower einsetzen, wer weiß, ob Smogon das überhaupt überlebt, die Konfusion. Nee. Nochmal schöne 366 Erfahrungspunkte. Oh, die steigen bald wieder auf. Das ist gut. Negat besiegt. Das ist doch lächerlich. Naja, ich kann dadurch schon viel Geld verdienen. Ich hatte den Befehl zu kämpfen, aber niemand hat mir befohlen, nicht zu verlieren. Also ist es wohl schon in Ordnung. Ja, wenn du meinst. Nee, hier gehe ich noch nicht runter. Ich habe da noch eben eine andere Treppe gesehen. Und den werde ich noch herausfordern, genau. Helf gerne mich bei die Queen beliebt machen und dann beginnt die große Karriere. Toremo. Okay. Wablu und Lotoze. Okay. Oh cool, das ist das Krypto-Wablu, das kommt auf jeden Fall in mein Team. Ohne Umschweife. Ich werde es jetzt fangen. Bis. Und dann baue ich noch einen Reflektor auf. Ja, bei Krypto-Pokémon gehe ich immer mit größter Sorgfalt vor, damit ich die auch gleich im First Try immer fange. Ja, da kann Naftara ruhig mit Biss arbeiten. Okay, es setzt Fliegen ein. Was bringt es, den Angriff zu senken? Hier sind noch Biss und so spezielle Angriffe. Okay, du willst es nicht so. Psyana setzt. Genau, rechte Hand ein auf Naftara. Auch wenn es gerade etwas unsinnig erscheint, aber ich kann kein fliegendes Pokémon angreifen. Und Lotoze will ich auch nicht zu schnell killen. Das soll langsam leiden. Und wo bleibt denn der Spaß, wenn man die Kämpfe nicht etwas spannender gestaltet? Bleibt in der Luft stehen, auch irgendwie impossible. Gut, das Lotoze hat sich selbst verletzt. Gut. Dann versuche ich mal mit Geheimpower jetzt zum Zurückschrecken zu bringen und Psyana kümmert sich um Lotoze. Gut, Wabu schreckt zurück. Hey, was ist das denn? Es schlägt sich selbst K.O. Tarnhair, okay, ein Stahltyp. Stahlpsycho, wenn man genau betrachtet. Aber vielleicht könnte ich ja mit Biss was ausrichten. Psyana, ich probiere es mal mit Rückkehr auf Wablu. Gut, das ist schon mal recht angeschwächt. Ah, und das zieht auch eine Menge bei Tarnhill. Mal sehen, kann ich jetzt einen Krallball gleich werfen? Naftara wird nochmal Tarnhill bearbeiten, damit es nicht mit Bodycheck kommt. Okay, ich werfe jetzt einfach mal einen Superball.
Nice, das geht. Weil Bablu kann sich ja zu Altaria entwickeln, da kannst du hier noch richtig reinhauen. Oh, first try sogar. Gut. Ah ja, irgendwie war es zu erwarten, dass Lombrero noch kommt. Ein Volltreffer mit Tarnier mit zwei Bissattacken ausgeschaltet. Das ist echt hier ein kleines Highlight für den Part. Gut. Mein Reflektor lässt auch nach. Ah, da habe ich eine gute Idee. Geheimpower auf Lombrero und Siana verstärkt das mit rechter Hand. Gut. Ich denke, Bablu werde ich später mit Makuhita austauschen, genau. Okay. Der Furienschlag war mal schwach. Ein schwacher Treffer. Gut, dann Biss und Konfusion. Damit ist Lombrero Geschichte. Oh, fast ein Level ab für beide. Das ist gut. Nein! Was wird aus meiner spannenden Zukunft? 512 Poké-Dollar gewinnen. Not bad. Ihr habt meine Karriere ruiniert. Naja, wir haben sie eher gerettet, bevor du ein Kleinkrimineller wirst. Okay, ich habe jetzt nochmal meine Pokémon. Jupp. Pokémon sind wieder frisch und munter. Und für den Kampf gegen die Queen ist diese Zusammenstellung auch nicht schlecht. Setzt zwei Kap... Soweit ich das noch weiß, setzt er zwei, drei Kapaloris und dann hat er einen Mogelbaum, das wir fangen müssen. Gut, dann muss ich hier runter... Hier geht es zwar schon zu Dickwin, aber dahin will ich jetzt noch nicht. Ich gehe erstmal hier. Okay. Hier geht es zum großen Boss, aber. Noch nicht, nee. Ich erforsche hier noch einen kleinen Gang. Genau. Und dazu muss ich hier längs. Hier die Treppe runter. Ah! Ich guck mal unten lang, vielleicht ist hier links noch was. Ja. Gut. Ich trainiere hier, um irgendwann im Kolosseum den ersten Platz zu belegen. Ah! Gute Einstellung. Harmony. Ah, zwei Zickzacks. Obwohl, die sind jetzt gerade ideal, um nochmal den Level von der Tara und Siana zu erhöhen für den Kampf gegen die Queen. Gut, Geheimpower. Konfusion. Das war ein toller Treffer. Gut, das eine Zickzack schlägt zurück und dann kommt jetzt Heuler.
Gut. Geheimpower ist angeschlagen und Konfusion. Ja. Dann kann ich beide gleich in einem Zug fertig machen. Und Level Up auch für Ciana. Oh, ein Geradax. Yep. Das Zickzack ist jetzt auch schon mal Geschichte. Gut, nach Tara wechsle ich jetzt mal aus. Zu Magritta, dann habe ich leichteres Spiel mit Geradax. Genau, nochmal eine Konfusion. Natürlich jetzt noch meine Genauigkeit senken. Schöne Scheiße. Naja. Ein Kreuzhieb und es ist schon erledigt. Und mit rechter Hand stärke ich nochmal Makuitas Angriff. Okay, es will, dass ich zurückspecke. Au, das hat gesessen. Na, schöne Scheiße, aber auch. Nochmal ein Kreuzhieb und eine Konfusion. Im Ernst? Alter, das ist doch nicht wahr, ne? Okay, dann setze ich Lorblatt ein. Nun, dann gibt's jetzt einen Body Slam. Nochmal Konfusion, bitte, es geht doch. Hat's noch mit 41 in KP überlebt? Ey, das gibt's doch nicht. Und dann noch ein Volltreffer? Ah, wenigstens schreckt Lorblatt nicht zurück. Vamps! Was hast du nun davon? Gut, Jägerharmonie. Oh nein, ihr zerstört mein Selbstvertrauen. Wie auch immer. Vielleicht war ganz einfach der Ort für mein Training falsch gewählt. Vielleicht. Oh, Items. Eisen, das erhöht die Verteidigung. Protein den Angriff. Carbon, ich glaube den Spezialangriff oder die Init. Und Zink. Ich guck mal nach. Die Items kann ich aber jetzt gut verteilen. Wir sehen Zink, den Spezialverteidigungswert. Das ist gut. Das kann Ciana gebrauchen. Carbon, den Init-Wert. Ja, von Lorblatt mal ein wenig Init erhöhen. Angriffswert. Ja. Makuita, genau. Auch wenn es besiegt ist, den Verteidigungswert, den kann ich von Barty erhöhen. Gut, dann muss ich gleich die Heilmaschine nochmal aufsuchen. Aber eine nette Ausbeute auf jeden Fall. Gut. Dann jetzt nochmal die Pokémon heilen und hier weitergehen. Weil Wablu kommt jetzt gleich auf jeden Fall in mein Team. Dann kann ich jetzt nämlich auch ein wenig hier seinem Herzen öffnen. Ja. Und für Mogelbaum habe ich zur Not ja auch noch Lorblatt. Genau, das kann ich dann mit Body Slam paralysieren.
Ja, ich will die KP auffüllen. Gut, dann beende ich an dieser Stelle auch den Part. Und ich habe mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr noch das nächste Mal einschalten würdet bei Pokémon Kolosseum. Bis dann!